aber jetzt, es ist nicht mehr eintönig, aber aktuell fehlt so. Also es ist eigentlich gut, wenn es immer eine Meterwaffe gibt aktuell. Also man sollte immer schon so eine Meter haben, wo man sich garantiert, also wo man sich festhalten kann, die halt gut ist. Aber irgendwie aktuell so bei Close Range finde ich ein bisschen schwierig. Close Range, das ist alles. Warum zur Hölle ist eigentlich jedes Mal die Zone immer out of Zone plus im Wasser komplett? Immer. Schwierig. Wir gehen einfach mal Castle. Hat schon wieder gekracht. Ich glaube, er hat Tack gespielt, ja. Tack. Ist er da gelandet? Ich glaube Ral LMG auf Al-Masra und ISO auf Ashika Island, würde ich jetzt so behaupten. Im ersten Eindruck. Man kann halt hier auch maximal seine KD pushen in Solos, weil man halt hier generell safe nicht so oft stirbt. RPK noch spielbar ist noch okay, würde ich sagen. Aber es ist, ich würde RPK nicht mehr spielen. Was war das? Ich weiß, du kämpfst hier. Oh, du bist so gottlos, Bruder. Ich kann nicht. Sollen wir den maximalen outplayen, Chat? Wir playen den jetzt maximal, come on. Schade, hat nicht funktioniert. Er ist nicht tot. Was passiert hier? Was passiert hier? Klippt das jemand, Chat? Was war seine Mission? Was passiert? Ich muss hier weg. Ich glaube, er ist nicht aus dem Auto gekommen. 100%, der wollte aussteigen, ganz normal. Der wollte aus dem Auto, 100%. Der hat das Safe Call nicht geschafft, aus dem Auto zu kommen. Komm her, Bro. Ist er noch oben? Also Solo-Lobbys sind wirklich anders. Das ist crazy. Wer ist er? Ich habe keine Plates. Nein, bin dead. Noch irgendwo Plates. Sorry, Chat. Ja, das ist gut, dass man den Nerf halt jetzt merkt, so an sich. Also RPK ist, wie gesagt, du kannst sie immer noch spielen, ist auch nicht der Sinn der Sache, dass die RPK so gepatcht wird. Welche Kali-Sticks? Dass du die Dinger halt gar nicht mehr spielen kannst, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wo ist der Lodi eigentlich? Mein Lodi ist am Arsch der Welt. Es kracht. Abi, was geht? Ich hätte mich nicht nochmal gepiekt, glaube ich, wenn ich er wäre. Tatsächlich. I don't know. Nee. Na gut, dass ich mir gerade Plates gekauft habe. Weil ich dachte, er wäre tot, Chat. Weil ich dachte, er wäre tot. So, ich glaube, du musst die RPK aus der Hüfte spielen. Maybe, dann passt das schon. Digga, was sehe ich hier?
Ah, es kracht wieder. Ich glaube, jetzt werden wir sterben. Alles gut. Verstehe halt auch den Sinn so nicht wirklich dahinter von diesem Schildbruch. Keine Ahnung. Ups. Ach, Digga, schon wieder dieses Shieldbruch-Ding. Es ist wirklich. Natürlich, ich hab veraimt so, aber Digga, wieso fuck dieses Shieldbruch? Du bist so nicht mehr fokussiert, wenn du dieses Shieldbruch-Ding hast. Das ist wirklich dumm. Eine Waffe? Ich glaube, ich lande auf ihm. Raus aus meinem Lobby, Bruder. Raus. Nein. 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 Du kannst nicht so sein, Bruder. Ich habe immer Panik vor dieser Bombendrohne. Ich habe richtig Angst. Ich Panikattacken. Alles. Was hustet hier? Der Schild bruch schon wieder, Chat. Ich kann das nicht mehr. Digga, wer ist er jetzt? Hallo? Full Squad mit Bombendrohne geholt. Es ist, also Bombendrohne ist wirklich das Gottloseste, was es gibt aktuell. Da gibt es kein Wenn und Aber. Ist irgendwie eine sweaty Lobby, habe ich das Gefühl. Sei froh, dass du es nicht hast kommen sehen. Ah, bin ich. Das Problem ist, ich bin instant One-Shot. Wegen den Plates. Aber es ist gut, dass man wieder Plates findet, das ist echt gut. Ist gesniped worden. Gesniped worden einfach. Euer Trupp gehört zu den besten Fits. Das packt ihr. Das ist schon ein bisschen eklig, was der eine gemacht hat. Der eine hat halt mies den Highground jetzt, wenn er oben ist. Ja. Ah, ich hab veraimt in der Sekunde. Schade. GG's. Aber ich glaube, man kann wirklich sehen, dass diese Waffe, wenn man wirklich aggressiv spielt, komplett insane sein kann. Also wirklich komplett.